Hey, hallo! Herzlich willkommen zum nächsten Baustein unserer Lernreise. Der Baustein heute heißt realistischer Optimismus. Was verbirgt sich dahinter? Es geht darum, wie du mit deinen Gedanken umgehst. Ich habe dir bereits im vorletzten Video erklärt, wie der Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen, Verhalten und Körper ist. Wir haben uns im letzten Baustein intensiv mit dem Thema Gefühle auseinandergesetzt. Und heute würde ich dir gern erklären, wie das mit unserem Verstand und wie das mit unseren Gedanken ist und wie du lernen kannst, andere hilfreiche Gedanken für dich zu entwickeln und belastende Gedanken, störende Gedanken loszulassen. Dazu arbeite ich wieder mit einer Metapher. Und du siehst, die Metapher beinhaltet diesmal eine Musicbox. Dein Verstand funktioniert wie eine Musicbox. Eine spezielle Musicbox, aber es ist ein unheimlich gutes Bild, mit dem ich dir klar machen kann, wie unser Verstand funktioniert. Die erste wichtige Geschichte an deiner Musicbox ist, sie muss den ganzen Tag laufen. Es ist eine Musicbox, die nie aufhören kann, Platten zu spielen, sondern das ist sozusagen eine der Grundbedingungen, sie läuft immer durch. Und wenn du dich nicht entscheidest, welche Songs du hören möchtest, dann spielt sie wahlweise irgendwelche Songs. Sie sucht die Platten einfach so aus. Was hat das mit deiner Art des Denkens zu tun? Vielleicht gehst du mal in dich und überlegst dir, wie ist das? Kannst du eigentlich aufhören zu denken? Gibt es Momente, wo du nicht denkst? Nein, die gibt es nicht. Wenn du vielleicht schon mal versucht hast zu meditieren, viele Menschen missverstehen Meditation und denken, Meditation ist der Zustand, in dem man nicht denkt. Und sie ärgern sich, weil während du da sitzt und versuchst, zur Ruhe zu kommen und zu meditieren, kommen von der Seite immer wieder Gedanken angeflogen. Dein Verstand hört nicht auf zu arbeiten, weil er es nicht kann. Die Natur hat ihn so nicht angelegt. Die Natur hat uns hier oben eine Problemlösemaschine reingegeben, die den ganzen Tag rattert, die sich immer irgendwelche Themen sucht, auf die sie drauf geht und zu der sie irgendwelche Behauptungen aufstellt, Vorschläge macht, Bewertungen durchführt, den ganzen Tag. So funktionieren Menschen. Das heißt, dass du in einer Tour denkst den ganzen Tag und wenn du dir auch manchmal wünschst, aufzuhören, das nicht schaffst, das liegt in der Natur der Sache. Da kannst du dich erstmal entspannen und schon mal in die Akzeptanz gehen. Weil gerade jetzt in der Krise, weiß ich, rattert dein Gehirn ja wie verrückt. Es muss das tun. Es ist so gebaut und nicht anders. Du hast die Chance, die Wahl, mit welchen Gedanken du dich überwiegend beschäftigst. Wir können das. Auch das ist Menschen nicht klar. Sie denken immer, sie müssen nehmen, was von da oben kommt, was durchgereicht wird. Das stimmt aber nicht. Du kannst dir aussuchen, welchen Gedanken du folgst und welchen Gedanken du nicht folgst. Du kannst dir aussuchen, mit welchen Themen du dich länger beschäftigst und mit welchen weniger lang. Ich weiß, das klingt erstmal so, als könnte das vielleicht bei dir nicht klappen, vielleicht wecke ich jetzt Zweifel, aber das ist ja auch gut so. Setz dich mit dem auseinander, was ich dir hier erzähle und erst wenn du es wirklich ausprobierst und überzeugt bist, wirst du es auch in deinen Alltag mitnehmen. Ich würde jetzt gern einmal zu dem Punkt, ja, es gibt so eine Unterscheidung bei den Gedanken. Es gibt einmal automatisierte Gedanken. Das sind Gedanken, die kommen schnell, unvermittelt, unbewusst rein. Also die Musicbox greift irgendeine kurze Schallplatte und haut sie immer wieder durch. Dann gibt es größere, ja, Grundüberzeugungen, die, du kannst dir das vorstellen, das sind bestimmte Genres in deinem Kopf, ja? Also die Platten, die Musik, die da gespielt wird, hat immer wieder ein bestimmtes Genre dahinter. Und dann gibt es wirklich so Dauerplatten, die immer wieder rausgeholt werden und die würden im wirklichen Leben Glaubenssätze heißen. Es gibt also unterschiedliche Arten von Gedanken. Schnell einschießende, ähnliche Gedanken und auf den Glaubenssätzen basierend Gedanken, die wirklich immer wiederkehren, die immer gleich sind. Ein Beispiel vielleicht, bevor das zu abstrakt wird. Wenn du aus deiner Kindheit heraus eine Platte gebildet hast, die ganzen Platten entwickeln sich in der Kindheit, die da lautet, ich bin nichts wert, haben leider sehr viele Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, vielleicht auch der betroffene Mensch, um den es für dich hier geht. Also, ich bin nichts wert. Das heißt, das ist so eine Platte, die liegt hier drin
Und wann immer diesem Menschen irgendetwas passiert, weil wenn er ein Problem lösen muss, wenn er sich dreht, dann spielt diese Jukebox automatisch diese Platte. Immer wieder. Erinnert die ein bisschen ab, die lautet dann, du bist nichts wert, du kannst nichts, niemand mag dich, du bist zu dumm. Also es wird so ein bisschen erweitert, aber am Ende ist es immer wieder die gleiche Platte. Jetzt in der Krise zum Beispiel zeigt sich, wir hatten schon mal über Pessimismus und Optimismus gesprochen, jetzt zeigt sich, von welchem Genre du mehr Platten in deiner Kollektion hast. Legt dein Verstand, wenn er Freiräume bekommt, eher Platten auf, die da lauten, das werden wir nicht schaffen, die Beziehung wird kaputt gehen, derjenige wird nie wieder gesund, das ist alles eine Katastrophe. Das ist auch nichts anderes als eine Schallplatte, die dein Verstand wieder und wieder abspult. Die dann natürlich mit den entsprechenden Emotionen begleitet wird und so, das weißt du schon, aber betrachte es bitte erstmal als eine Schallplatte aus der Sammlung. Oder vielleicht bist du ja auch jemand, der eher optimistisch geprägt ist und die Schallplatte, die dein Verstand spielt, ist halt eher, das wird schon wieder, wir geben uns Zeit, ach komm, das dauert bestimmt nicht lange, der hat doch jetzt dies und jenes schon unternommen, das wird bestimmt bald besser. Das ist natürlich deutlich hilfreicher. Und wenn du durch deine Prägung, durch deine Erziehung, durch deine Persönlichkeit, die dir mitgegeben wurde auf deine Insel, diese Dinge abrufen kannst, umso besser. Weil dann macht dein Verstand dir jetzt in der Krise nicht noch so viel zusätzlichen Stress. Ich möchte dir, und dazu gibt's ein Arbeitsblatt, helfen zu identifizieren, welche Platten du jetzt gerade in der Krise wieder und wieder abspielst, ja? Welche Gedankenmuster tauchen wieder und wieder und wieder auf? Und es geht mir gar nicht so sehr, dass wir diesmal verstehen, welche Gefühle kommen damit, dass wir es komplex machen, sondern ich möchte mit dir trainieren, dass du dich entscheidest, welchen Song möchtest du hören. Das heißt, wenn dein Verstand dir gerade eine Platte vorspielt, die für dich wenig hilfreich ist und alles andere als angenehm, möchte ich, dass du dich von deinem Verstand ein Stück weit distanzierst und deinem Verstand klar machst, nein, ich möchte diese Platte nicht mehr hören. Sie ist nicht hilfreich für mich. Und du siehst schon, ich fordere dich auf, mit deinem Verstand zu reden. Das mag dir vielleicht erstmal ein bisschen spooky vorkommen, aber das zeigt schon, dass wir sind nicht unser Verstand, sondern da gibt es eine Instanz in uns, im Therapieraum heißt die das beobachtende Selbst, die kann uns, ja, die kann, also du kannst dir mit dieser Instanz beim Denken zugucken. Du stehst neben dir und schaust dir die Situation an und analysierst nicht nur, was in der Situation passiert, das hatten wir beim letzten Mal schon, sondern du analysierst auch deine Gedanken. Du guckst dir an, hey, was gibt mein Verstand eigentlich gerade rein? Welche Platte spielt der gerade? Und wenn diese Platte nicht hilfreich ist, dann möchte ich, dass du lernst, einen Knopf zu drücken und diese Platte auszutauschen. Das geht in ruhigen, gelassenen Situationen natürlich deutlich besser als in Stresssituationen. Deswegen üben wir es auch in Alltagssituationen. Ich möchte, dass du anfängst, mit dir zu reden, mit deinem Verstand zu reden und deinen Verstand als etwas zu betrachten, was er ist. Nämlich eine Maschine in deinem Kopf, ein Teil in deinem Kopf, ein Organ in deinem Kopf, aber etwas, was dir gegeben wurde, damit du es für dich sinnvoll einsetzt. Und was nicht der Fall ist, ist, dass hier oben eine Machtinstanz sitzt, die über dich, deine Gefühle, deine Entscheidung und dein Leben herrscht. Ja, also lerne dich davon zu distanzieren und schau dir beim Denken zu. Ganz einfach, der erste Schritt, wie du es machen kannst, ist nicht mehr, indem du sagst, das wird sowieso nicht besser, indem du eine Vorstufe einbaust und sagst, ich denke gerade, das wird sowieso nicht besser. Das heißt, du machst es schon mal von diesem, das wird sowieso nicht besser, klingt wie eine absolute Wahrheit. Wenn du sagst, sprachlich formulierst, ich denke gerade, es wird sowieso nicht besser, dann sind wir schon viel näher an der Realität, denn es ist nur ein Gedanke. Es ist nicht die Wahrheit und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also der erste Schritt, sich beim Denken zuschauen und das auch so zu formulieren. Manchmal tun wir das schon. Es gibt da so Formulierungen wie, mir geht gerade durch den Kopf. Dann machen wir das, was danach kommt, nicht zur Wahrheit.
Und wenn wir etwas denken, dann geht uns gerade etwas durch den Kopf und mehr ist es erstmal nicht. Dann möchte ich in einem nächsten Schritt vorschlagen, dass du dich distanzierst. Noch ein Stück weiter, indem du, nachdem du festgestellt hast, ich denke gerade das und das, dir die einzig wichtige Frage stellst, ist das hilfreich für mich? Und hilfreich ist es dann, wenn es dich in einen angenehmen Zustand versetzt, wenn es dir eine Lösung offenbart, wenn es dich entspannt, wenn es positive Körpersensationen oder Gefühle mitbringt, dann ist es gut. Also, ich denke, und wenn du identifiziert hast, was du gerade denkst, fragst du dich, ist das hilfreich für mich? Ist das der Song, den ich gerade hören möchte? Oder brauche ich jetzt was anderes? Und dann kannst du deinem Verstand auftragen zu sagen, pass auf, gib mir mal eine Dosis Optimismus. Ich möchte das jetzt mal von dem Standpunkt aus betrachten, alles wird gut. Erzähl mir doch mal die Geschichte aus der Perspektive, alles wird gut. Und dann wirst du merken, es hat natürlich direkt auf Körperverhalten und Gefühl sofort einen Einfluss. Aber ich sage nicht und ich behaupte nicht, und das finde ich ganz wichtig, dass du dich komplett glücklich denken kannst. Dazu hat die Natur uns diese Maschine, den Verstand, nicht mitgegeben. Der Verstand ist ein Problem- und ein Gefahrensucher. Ja? Dafür ist er ausgebildet. Und er versucht immer irgendwo Probleme oder Gefahren zu finden, dich zu warnen. Das ist seine ureigenste Aufgabe. Er ist nicht dafür gemacht, dich glücklich zu machen, sondern er ist dafür da, dass du überlebst. Gemeinsam mit deinen Gefühlen zusammen ist das sein Grundprogramm, auf dem er tickt. Das heißt, selbst wenn es dir gut geht, wird er immer wieder problembehaftete Gedanken aufbringen, weil das sein Daseinszweck ist. Und das heißt auch, wir Menschen sind nicht zum Glücklichsein gemacht. Ja, also es gibt da ganz wunderbare Bücher von Ross Harris zum Beispiel, die Glücksfalle. Wir glauben immer, wenn wir uns genug anstrengen, dann können wir glücklich werden. Aber das stimmt nicht. Ja, der Mensch ist nicht zum Glücklichsein gemacht und es wird sich immer die Waage halten. Wir werden immer 50% angenehme Gefühle haben und 50% unangenehme. Und in Krisenzeiten, so wie jetzt, kippt das vielleicht mal mehr unangenehme. In sehr guten Zeiten schlicht es in die andere Seite aus. Aber die Waage wird sich immer wieder bei 50-50 einpendeln. Weil das ist unsere Natur. Also, ich fasse nochmal zusammen. Was heißt das für dich in der Krise? Neben dem, was wir im letzten Baustein hatten, dass du dir deine Gefühle genau anschaust und guckst, wie du mit diesen Gefühlen anders umgehen kannst, möchte ich hier und heute vorschlagen, dass du mit deinen Gedanken anders umgehst. Dass du verstehst, dass du ein Werkzeug in deinem Kopf hast, eine Maschine, wie eine Musicbox funktioniert, die den ganzen Tag Platten spielen muss. Und wenn du dich nicht bewusst für bestimmte Songs entscheidest, dann haut die immer wieder die gleichen Platten raus. Und das sind die Platten, die auf deinen Glaubenssätzen, auf deinen Grundüberzeugungen basieren. Und es sind häufig keine hilfreichen Platten, weil die Maschine dir gegeben wurde, um Probleme zu lösen und Gefahren zu entdecken. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese Fähigkeit entwickelst, gerade jetzt in der Krise, wenn das Lied wieder ist, es wird sowieso nicht besser oder der andere liebt mich nicht mehr oder der könnte sich doch genug anstrengen oder, oh Gott, das ist alles so schrecklich. Welchen Song der auch immer gerade spielt, frag dich immer wieder, will ich diesen Song gerade hören? Nein. Und welchen Song will ich eigentlich stattdessen hören? Und dann kannst du diesen Song auswählen und deinem Gehirn den Auftrag geben. Ich hatte schon erzählt, es ist eine Trainingsfrage. Es ist wie so vieles, wenn es um unser persönliches Wohlbefinden geht, eine Trainingsfrage. Aber das hier ist wirklich ähnlich wie in der letzten Folge der Umgang mit Gefühlen ein echter, ja, Eye-Opener fürs Leben. Weil wenn du verstehst, dass dein Verstand dich nicht dominiert, sondern dir zu Diensten ist und du ihn steuern kannst, dann stehen dir in ganz vielen Situationen mehr Handlungsmöglichkeiten offen. Dir wird es einfacher sein, eine Lösung zu finden und es wird einfacher, aus dem Sorgen- und Grübelthema auszusteigen. Aber erwarte auch hier keine Wunder. Es ist eine Trainingsfrage. Fang an zu üben und lass nicht locker.
das ist es auf jeden Fall wert, denn es gibt dir so viel mehr Sicherheit in deinen Verhaltensweisen und so viel mehr Möglichkeiten, in der Krise Mittel und Wege zu finden, so dass ich jetzt mit meinem Appell aufhöre und an dieser Stelle für heute sage, wende dich den Arbeitsblättern zu und fang an zu trainieren. Und in diesem Sinne sage ich für heute Tschüss.